weil sie bis jetzt gar nicht vertreten waren und es geht nicht ohne MPA. Also MPA ist, als medizinische Praxisassistentin hat man sehr vielseitige Aufgaben, macht praktisch alles und ohne uns geht es einfach nicht. Unser Beruf war ein kleiner Sackgasse bis jetzt und jetzt ist da viel im Tun, damit wir auch höhere Aufgaben erlangen können, mehr Kompetenzen haben und ich denke, da wollen wir jetzt auch das ein bisschen grösser ankurbeln, dass das wirklich umgesetzt werden kann. Also erhoffen wir schon, dass wir weniger Abgänge haben auf unserem Beruf, dass wir wieder ein bisschen herauslesen können, MPAs, dass wir dass für uns selber dass eine grössere Wertschätzung da ist vom Beruf. Wir können selbstständiger arbeiten. Ja, also wichtig ist sicher auch die Tätigkeit, also die ursprüngliche Tätigkeit als MPA. Aber nach 3-4 Jahren hat man die vielleicht gerade in der Grundversorgerpraxis gesehen. Und so hat man die Möglichkeit, an einem Morgen noch zum Beispiel die Diabetesbetreuung zu übernehmen. Und ich denke, das macht es einfach noch spannender, wenn man auch noch selbstständig. Und auch der Patientenkontakt ist sicher noch ein bisschen anders, wenn man selbstständig zum Beispiel darf Diabetespatienten betreuen. Ich habe vor allem erzählt, was wir im Netz machen, für eben die MPAs zu aufwerten. Indem wir sicher auch finanzielle Anreize versuchen zu schaffen. Das ist halt bis jetzt ist es immer ein bisschen üblich, dass die MPAs immer noch mehr Aufgaben haben und noch mehr Aufgaben und das eigentlich finanziell noch nie so berücksichtigt ist worden. Das ist sicher ein Punkt. Und dass eben mittlerweile auch die Möglichkeit besteht, überhaupt Weiterbildungen zu machen und dass unser Netz die Kosten übernimmt. Ich bin immer noch sehr überzeugt von diesem Beruf. Er ist wahnsinnig vielseitig und gerade in der Grundversorgung, denke ich, können wir ganz viel arbeiten, den Ärzten abnehmen. Es braucht sicher Wichtig ist sicher Teamarbeit, ohne die geht es nicht, aber das sind wir uns als MPAs gewohnt. Wir sind uns sehr gewohnt, Arzt- und MPA-Team zusammen zu arbeiten. Und darum sehe ich da viel Potenzial dahinter.